Und der Hans-Dieter Schütt hat ein Buch mit Interviews mit Gundermann gemacht. Das ist, glaube ich, das ist auf jeden Fall vor seinem Tod rausgekommen. 97, glaube ich. Und da hat er ihn unter anderem gefragt, könntest du auf den Punkt bringen, was du mit deiner Musik erreichen willst, erreichen kannst? Und der Gundi sagt dann, ich möchte gern so etwas sein wie eine Tankstelle für die Verlierer. Glücklich wäre ich, wenn Leute sagen würden, sie brauchen zum Leben Brot, Wasser und Lieder von Gundermann. Lieder als Lebensmittel. Das wäre schon mehr, als man verlangen kann. Meine Reise, nicht weit, aber tief.